Jetzt hier hoch, hier durch. Genau, das schaffen sie. Und dann hier nochmal so ein finaler Abflug. Warte mal, ich habe noch eine Verbesserung. Könnten das auch so machen. So, die Menschenmassen strömen jetzt schon hin, aber dabei ist die Achterbahn doch noch gar nicht geöffnet. Aber es wird gleich soweit sein. Na, ich glaube 5 Mark kann ich hier schlecht argumentieren auf der Bahn. Ja, und hier an dem Wasserding bremse dann noch ab, dann ist auch Stationsbremsenversagen kein Problem. Jetzt bin ich mal auf die Wertung gespannt. 2,87 G. Oh, guck mal, es geht sogar. Intensitätsrate hoch, weil wahrscheinlich hier unten wirken wahrscheinlich so heftige Kräfte, aber... Egal, wenn sie ankommen, die ersten Leute kommen auch schon an. Und dann gucken wir uns mal eine Fahrt an mit Fahrgästen. Das ist auf Viertel vollgestellt. Ja, müsste aber trotzdem funktionieren. Ich bleibe da dennoch erstmal dabei. Da hinten ist eine volle Bahn. Steuerdefekt. Gut, die kommen rum. Was ist mit dem ganz vollen Boot? Das klappt auch sehr gut. Das ist sogar hier ein bisschen schneller. 25, ne? Glaube ich, sind andere vorne bloß 24. Genau, Wartezeit ist auch in Ordnung mit den 7 Sekunden. Okay. Sehr schön. So, vielleicht soll ich vielleicht zumindest hier unten nochmal irgendwie eine Toilette hinbauen. Ein Donutstand. Und hier unten auch nochmal ein Infostand. Mitten in der Lava ein Infostand. Was hat ein Regenschirm für eine Farbe? Dieses knallige. Orange, genau, da gibt es noch ein anderes, dass man ein bisschen eine Durchmischung hat. Hier unten, das gäbe es noch. Nehmen wir mal das hier. Ein Donutstand, okay, das können sie kriegen. Alien Donuts. Ich kann mir gut vorstellen, dass die ersten Leute schon sagen, der Park ist zu überfüllt. Ja, ein paar denken das tatsächlich. Na gut, ist das halt so. Kann man jetzt nichts machen. Ach, ich könnte doch auch hier noch, sowas bauen. Nee, da wollte ich es jetzt nicht hinstellen, sondern hier. So, das sind dann so ein bisschen so wie, ja, keine Ahnung, kann man eigentlich auch, warte mal, geht das? Es gibt doch hier diesen Vulkan. Es gibt doch diesen Vulkan, kann ich da nicht, kann ich da nicht, wenn ich voraussichtlich natürlich ja die Stelle finde, hier. Kann ich da nicht einen Special Effekt machen? So, wenn wir Kampagne erstmal beendet.
jetzt finanziell was gebracht? Naja, nicht wirklich. Hier so kann man ja so einen Vulkan andeuten und dann, ja, sieht ein bisschen weird aus, oder? Na, ja, vielleicht baut man das, können wir das halt irgendwann mal an irgendeiner Stelle bauen. Ich mach jetzt einmal alle Attraktionen ein. Eine Mark teurer. Mal gucken, ob die das auch noch bezahlen. Weil wir irgendwie ein bisschen Geld brauchen. Nee, andere Richtung bitte. Preisanpassung. Ich denke, das zahlen sie auch noch, weil die Leute, die wenn die keinen Parkeintritt bezahlen müssen, dann sind sie ja bereit, ein bisschen mehr Eintritt an den Attraktionen zu bezahlen. So. Oh, jetzt ist es dir wahrscheinlich zu teuer, hä? Nee. Warum haben wir dann alle ab hier, wenn keiner da was sagt? Keine Ahnung. Ich habe auch schon die ersten Leute ab. Wahrscheinlich ist das jetzt zu teuer, wenn ich das hier erhöht habe, als die sich angestellt haben. Das kann es natürlich sein. Da kommt einer mal eine Werbekampagne hinterher. Wir machen einfach eine Billig-Attraktion hier, wo wir diese Gratis-Attraktionsfahrten raushauen. Das ist eine Kampagne für den Park und eine Kampagne für den Lava Racer. So, was kam da jetzt gerade noch neu rein? Donutstand. Jetski. Jetski fahren im, in der Lava, das kommt bestimmt immer gut. Kann man den Gästen ja mal anbieten. Nee, warte mal, ich hätte das gern andersrum. Na, dreh es am besten vielleicht noch, dass dann der... dass das gleich so ist. So, hier geht der Weg mal an der Bahn vorbei. Hier würde ich auch mal einen Tunnel reinbauen. Ich glaube, da komme ich nicht durch. Da bohre ich einfach mal hoch. Jetzt war gerade mein Monitor aus. Kommt das jetzt wieder oder? Hallo?
Ich baue jetzt erstmal schnell. Ihr seht jetzt natürlich jetzt erstmal kurz nichts. Ich würde jetzt mal schnell den Weg hier fertig bauen. Ich beschreibe es einfach mal. So, ich werde jetzt hier diese Kante wieder erhöhen. Ich hoffe, dass wir gleich ein Bild wieder haben. Wobei ich eigentlich mit der Aufnahme eh gleich gerade aufhören wollte. Aber das Bild wurde gerade zu komisch im Moment. Dann wurde es schwarz und jetzt ist irgendwie hier die Aufnahme nicht mehr im OBS drin. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum das jetzt so ist. Mal gucken, ob ich das jetzt wieder hinkriege gleich. Nee, das kommt einfach nicht wieder. So, kann ich die irgendwie bearbeiten? Nö, hier ist irgendwas jetzt kaputt gegangen. Warum auch immer. Und ja, dann muss ich die Aufnahme an. Vielleicht nimmt er auch auf, weil ich sehe das jetzt bloß in der Anzeige nicht. Von OBS kann ja auch sein. Da werde ich erstmal die speichern und dann die Aufnahme ein paar Sekunden vor, bevor es geplant war, abbrechen. Ja, tut mir leid, dass ihr jetzt die letzten paar Sekunden nichts gesehen habt. Aber ja, erstmal soweit. Bis dahin. Wir gehen in der nächsten Aufnahme, die dann hoffentlich funktioniert. Machen wir dann weiter mit Venus Pons. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.